Es ist Ihre Entscheidung, mit wem Sie den genetischen Befund besprechen, mit wem Sie dieses Ergebnis teilen möchten. Prinzipiell sind Sie nicht verpflichtet, mit jemandem darüber zu sprechen. Es hat auch jeder Mensch das Recht über Wissen und Unwissen. Das heißt, da es macht natürlich Sinn, wenn man mit Familienangehörigen über das Ergebnis spricht, weil sich vor allem bei einem positiven Ergebnis hier auch für die Familienangehörigen die Möglichkeit ergibt, sich testen zu lassen. Man muss aber auch selbst den Familienangehörigen die Option offen lassen, dass sie das Ergebnis von ihnen nicht wissen, weil für manche ist das Wissen dieser Mutation oft eine Belastung, die sie nicht tragen möchten. Ein negatives Ergebnis kann man naturgemäß, hat das eine auch beruhigende Wirkung für Familienangehörige, vor allem für die Kinder, wenn man hier sagen kann, es ist ein negatives Ergebnis da, für euch ergibt sich daraus, dass das nicht an euch weitergegeben werden kann, diese Mutation. Wichtig ist, dass das Ergebnis des Gentests nicht in der Krankengeschichte dokumentiert wird. Das ist ein sehr sensitives Ergebnis. Sie sollten an Unbeteiligte dieses Ergebnis nicht weitergeben, vor allem nicht an Versicherungen oder öffentliche Institutionen. Wenn Sie nach der Mitteilung des Testergebnisses noch Fragen haben, ist es natürlich möglich, in einer der Beratungsstellen nochmals vorstellig zu werden und hier nochmals Informationen einzuholen. Es besteht hier nicht nur die Möglichkeit, mit einem Arzt oder einer Ärztin zu sprechen, sondern es besteht auch die Möglichkeit, dass man weitere Informationen bekommt, Informationsmaterialien, außerdem psychologische Betreuung und es gibt auch die Möglichkeit, an Selbsthilfegruppen teilzunehmen. Die psychologische Betreuung ist immer Teil des Beratungsgesprächs, einerseits schon bevor das Ergebnis vorliegt, also wenn die genetische Beratung durchgeführt wird, aber auch dann bei der Ergebnismitteilung und wird prinzipiell sehr gut angenommen. Es ist bei Belastung möglich, auch diese psychologische Beratung auch nach dem Gespräch oder auch im Rahmen von Früherkennung oder den risikoreduzierenden Operationen wahrzunehmen, dass man hier sozusagen von psychologischer Seite durch diese Prozesse, durch diese Entscheidungen und diese lebensverändernde Situationen begleitet wird.